und willkommen zu einem neuen Video von Norman Cheatzocker. Und heute werden wir ein bisschen Master Builders auf dem Gomme.net Server spielen. Aber bevor wir das machen, grüße ich noch ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an EnterHD, an David Biro, an Geistbu und an Gabriella Wura. Den Rest grüße ich dann im nächsten Video. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich auch schon in der ersten Runde. Bis gleich! So Leute, dann beginnt hier auch schon in 3 Sekunden die erste Runde. Ich frage mich, was wir für uns bauen dürfen. So, eins und beginnt die Runde bitte. Danke. Meteor, Elefant oder... Ich will Socken bauen. Komm bitte Socken. Da baue ich einen Kamin. Ja, Socken, geil. Ich baue jetzt mit Ziegel. Oh. Mit Ziegelstein einen Kamin. Und da baue ich dann Socken rein. Davor, wie an Weihnachten. Wie heißt das? Nether Effekt und Foyer Zeug. Sehr gut. Dann baue ich hier eine Wand hin. Und dann den Kamin dahin. Das wird doch was, Leute. So, Socken aus Wolle. Wollsocken. So, dann machen wir hier einen Kamin hin. Dann brauchen wir noch Gitter, heißt das? Ja, perfekt. Ah, Eisengitter, okay. So, dann machen wir da Feuer hin. Dann hängen wir da Socken hin. Mit Wolle. Aus Wolle. Rote Socken, grüne Socken und blaue Socken. Okay. Ich kann keine Socken bauen. Dann baue ich noch eine große Socke. Warum hat er auf Gomme ja 6 Minuten oder 5 Minuten Zeit? Baue ich hier noch eine große Wollsocke hin. Schöne warme Socke. Mit blauen Punkten. Oder mit blauen Streifen. Das mache ich gleich noch. In den letzten Folgen wurden wir irgendwie letzter, zweitletzter und drittletzter. Hieß das eine Socke? Nein, das ist keine Socke. Ich brauche da Platz für die 10. Sieht aus wie so ein Panzer. Immer noch blaue Streifen. Oder die Socke ist blau gepunktet. Das ist doch schön. Die Punkte. Das hier sieht etwas seltsam aus. So, ein paar blaue Punkte. Dann noch ein. Ups, hab ein Screenshot gemacht. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht noch irgendwas. Zu Weihnachten. Okay, ich baue nochmal den Weihnachtsmann. Aus Ton. Wo ist Ton? Das Hautfarbe, okay. Wir sind erstmal 2 gelieft. Besser für uns. Schaffe ich das überhaupt? Weihnachtsmann ist komplett rot. Der ist gar nicht weiß, der ist komplett rot. Ich brauche noch Ton in... welcher Farbe kann ich noch Ton gebrauchen? In Rot. So. Das ist ein Streifen.
Wieso? Kommt, Leute. Ich glaube, wir werden es zeitlich nicht schaffen. Ich baue zu groß. Ich brauche 100% zu groß. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen kleiner. So. Gott, Leute. Hoffentlich schaffen wir es. Ich ziehe noch eine Weihnachtsmütze an. Mit einem weißen Bommel. Der packt da Geschenke rein. Der packt da Süßigkeiten rein, meine ich. Und vielleicht noch einen Mund. Egal. Wir haben alles gegeben, Leute. Es ist halt eine Socke, aber es war dafür ein bisschen mehr Zeit. Okay, wir sagen einfach mal, es ist okay. Wegen den Partikeln ist es okay. Hat der gerade ein bisschen die Hand? Okay, egal. Das ist okay, der hat okay. Also, wenn das eben noch okay war, dann ist das schlecht. Sorry. So, Leute. Waska. Oh. Okay, das ist gut. Ich glaube, der gewinnt. Wenn der jetzt nicht noch irgendwas viel Besseres kommt, weil das ist witzig. Die Socken stinken. Mann, der ist gut gemacht irgendwie. Aggressiver Russe? GG. Ja, okay. Sorry, das ist echt schlecht. Wenn das eben schlecht war eigentlich, dann. Er hat halt Socken an, aber da war ein bisschen mehr Zeit. War ich mal 6 Minuten? Ich mag gar. Nee, guck nicht hin, was die geben. Ich werde eh wieder verletzter. Wie immer. Ich guck gar nicht hin. Okay. Gib doch legendär jetzt. Ja, ich weiß. Ich kann nicht bauen. Oh, Glippes Socken hängen hier. Die ist okay. Die hängen da halt. Ja. Aber was die wieder gebaut haben, ich glaube, das wird nichts die Runde. Wiesel AD. Die können alle gar nicht so schlecht bauen. Was ist das denn? Das ist schlecht. Sorry. Ich kann da aber nichts drin erkennen. Wenn der noch vor mir ist, ne? Ich glaube, das soll der letzte sein. Das ist wahrscheinlich NGK oder so. Ja, was ist das? Legendär, please. Das ist grauenvoll. Sorry. Das ist nix. Das ist einfach grauenvoll. Ich hätte einfach was geschrieben. Jetzt kommt die Auswertung, oder? Ja. Und ich wurde 5 von 8. Ja. Ich bin nicht in den Top 3 der letzten. Aber war klar, dass das gewinnt. Das war einfach richtig cool. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich schon in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute, dann beginnt hier auch schon in einer Sekunde die nächste Runde. So, was gibt's für Themen? Ballon, Schwimmring, Feld. Ich will Ballon. Bitte Ballon. Komm, wir bauen einen Luftballon. Bitte. Ja, wir bauen Ballon. Okay. Ich mache auf jeden Fall einen roten Ballon und vielleicht noch einen Clown. So, dann hole ich mir Zaun. So.
Den mache ich dann da. Ich mache jetzt hier einfach mal so einen Luftballon. Dann mache ich dann noch Clown. Soll die Schnur des Luftballons sein, also nicht wundern. So, da mache ich hin. Schön Luftballon. So. Das wird ein Luftballon. Hier, hier. Das wird ein... Nein, das ist nicht so schön, oder? Das müssen wir anders machen. Machen wir so. So, perfekt, Leute. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir... Bauen wir den noch ein bisschen größer. Wir haben noch 5 Minuten. Das sollte auf jeden Fall reichen. Perfekt. Mal ein bisschen gucken, wie wir den Clown bauen. Zeit sollte dafür noch sein. So. So, jetzt geht's hier ein bisschen weiter hoch. Dann geht der Luftballon wieder zu Ende. Ist doch schön, Leute. Dann geht der Ballon hier zu, wie oben, wie unten er aufging. Ich finde, okay, das ist echt geil. Ich habe eigentlich noch nie, dafür, dass ich noch nie einen Luftballon gebaut habe, ist das doch ganz okay. Ja, die Ecke, da muss halt noch weg. Ein schöner Luftballon. Den Zaun will ich nachher, dass der den Clown in der Hand hat. Der Clown hat lange blaue Schuhe an. Und natürlich... ich hole mir mal Ton. So, dann er hat noch was Hellblaues an. Dann hat er was Gelbes an. Und er hat was Grünes an. Und was Dunkelgrünes. Und was Pinkes. So, das wird ja mein Clown. Er hat auf jeden Fall ganz lange Schuhe an. Er ist ja ein Clown. Wir bauen den hier so ein bisschen in den Luftballon. Ich würde sagen, hier geht der Clown dann hoch. Dann wechseln wir auf... Hat, oh, nein, das wollte ich nicht. Hat hier was Pinkes? So, Leute. Bau doch. Hilfe. So. Gott, Leute, was ist das für ein Clown? So, dann machen wir hier mit was Grünem weiter. Dann geht er hier ein bisschen hoch. Hiermit werden wir echt gewinnen. 100%. Haben wir noch irgendeine andere bunte Farbe? Das holen wir noch. Und, okay, das holen wir auch auf jeden Fall. Der hat hier dann noch Knöpfe. Perfekt. Dann hat er hier Amos Glowstone. Dann holen wir uns nochmal Ton in Hautfarbe. Ich wüsste euch, das wird der geilste Clown, den ihr je gesehen habt. Was packen wir weg? Können wir das wegpacken? Nein. Egal, machen wir es gleich. So. Leute, das ist bester Clown ever. So, machen wir das. Und so. Die hat aber Muckis. Da, so hält er den Luftballon hier mit der Hand. Also, das ist doch gar nicht so schlecht, finde ich. So, kommt gleich sein Kopf mit seiner roten Nase. Genau. Der hat jetzt einfach mal keinen Hals. Das hat er nicht verdient. So. Okay, das sieht echt echt aus. Machen wir hier nochmal laut drüber. Hört sich auch witzig an. So.
Die hat auf jeden Fall eine knallrote Perücke. Oh Gott, die Zeit ist schon fast rum, sehe ich gerade. Und Leute, wir schaffen's. Er hat ihn in der Hand. Okay, super Leute, wir haben es geschafft. So, das ist kein Ballon. Sorry, das ist schlecht. Oh, sorry. Ich bin heute so streng. Okay, was haben wir jetzt hier für ein Bauwerk? Okay, ich hätte ihm eben kein schlecht geben dürfen. Ich bin heute so böse irgendwie. Egal, komm Leute, also das da sind zwar zwei Ballons, aber man hat ein bisschen mehr Zeit, finde ich. Weil, und übrigens, das bei mir ist ein netter Clown, weil ich male ja keine bösen. Heißluftballons ist auch eine gute Idee. Keine bösen Clowns. Okay, ich gucke wieder nicht hin, was die mir geben. Ich gebe mir einen Legendär. Das geht nur leider nicht. Ich hoffe, wir können jetzt diese Runde gewinnen. Schon besser. Er schreibt schon besser. Ja, das ist ja gut. Der Clown wird so cool. Ja, das ist okay. Man hat zwar mehr Zeit, aber Heißluftballon ist da schon eine gute Idee, finde ich. Er hat hier noch. Was ist das? Achso, das ist da, wo das Feuer ist. Okay, das ist echt eine gute Idee, was er da gebaut hat. Auch hier mit den Luftballons hier oben noch drauf. Das ist echt cool geworden. Ich würde es eigentlich am liebsten reporten, aber ich gebe jetzt einfach mal einen grauenvoll. Hashtag Report. Sophie Meister 5. Ja, es ist okay, aber man hat halt eigentlich mehr Zeit als einen Ballon zu bauen. Aber die. Oh, der Ballon ist eigentlich ganz cool. Der ist hohl. Okay. Ich weiß nicht. Achso, das hier unten sind die Wolken. Achso, der ist über den Wolken der Ballon. Das soll das darstellen, ja dann. Ist ja eine coole Idee, aber. Naja, das Kind ist irgendwie etwas. Der Mund ist etwas, wie soll ich sagen? Misslungen. Und die Augen sind auch etwas misslungen. Mit so richtig weiße Augen. Okay. Das ist gut. Das sind so Ballons. Ach stimmt, das sind diese Ballons, wie auf der Kirmes, wenn man die so kaufen kann, wenn die so alle da rumstehen. Das ist aber auf jeden Fall besser als das, was wir bisher gesehen haben. Ich hab's bitte bewertet, oder? Wer hat gewonnen? Ah, ne, noch nicht. Das ist auch gut. Finde ich auch ganz schön. Wir werden uns zwar nicht gewinnen, aber. Wir werden auch auf jeden Fall nicht letzter. Hatte der gerade Super in der Hand? Okay, das war's, oder? Nee. Okay, sorry. Nach all dem, was wir jetzt gesehen haben, das ist schlecht. Es ist einfach eine rote Kuh, ein rotes Dreieck. Oder ein rotes. Was weiß ich. Oh, Leute, komm. Ich will in die Top 3. Ich weiß, es wird schwer. Aber komm, wir schaffen es. Bitte, bitte, bitte. Es wird bewertet. Ich kann nicht hingucken. Ich habe gewonnen! Leute, ich habe gewonnen! Oh mein Gott, ich habe gewonnen! Erstmal Screenshot machen. Ich habe gewonnen, Leute! GG! Ich schreibe Bad Game. Blöd, Mann. Wir haben gewonnen! Oh mein Gott, Leute! Mit unserem Killer-Clown. Unserem netten Clown. Mit dem Ballon. Okay, ich würde sagen, das war's von der Runde. Wir sehen uns doch gleich schon in der nächsten Runde. Bis gleich. So, Leute, dann beginnt hier auch schon die nächste Runde. Wir haben ja gerade gewonnen. Brezel, Ampel. Ich will Ampel. Wisst ihr noch, letztes Mal, als ich Zweiter oder so mit meiner Ampel wurde? Mit der, als ich die Straße und das Auto gebaut habe. Wisst ihr es noch? Wisst ihr es noch? Wir bauen jetzt eine Straße. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall schwarz. Nein, ich wolle, ich will Beton. Toden. Okay, dann holen wir Wolle. Und weiß. Ich muss das jetzt kurz so machen. Weil letztes Mal wurden wir irgendwie Zweiter oder so. Ich habe in der letzten Folge hatten wir das Thema auch schon.
Perfekt, Leute. Kommt, Leute, wir schaffen das. Das wird auf jeden Fall die Round. Zweimal im Video gewinnen wäre zu cool. Werden die aber nicht. Hier sind jetzt bestimmt. Das war eben, war echt Glück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da gewinne. Also das, was man da eben alles gesehen hat. Ich mag aber in beide Richtungen eine Straße. Und einmal von der. Ich hab drei. Man hatte hier auf dem Server auf Gaumen genug Zeit. Das finde ich auch relativ cool. Da ich jetzt auch nicht der schnellste bin im Bauen. Sondern eher so ein bisschen langsamer baue. So, Leute. Sagen wir, bauen schon mal. Also hier kommt ein Strich. So. Nein. Ich würde sagen, das sieht eigentlich schon ganz cool aus, unsere Ampeln hier. Mal hier die Striche rein. Ist doch schön. Jetzt kommen die Ampeln. Da holen wir uns jetzt erstmal einen Zaun. Dann holen wir uns. Ton, oder? So, das Ton. Ja, ja, perfekt. Hol jetzt das und Orange. Oder das halt. Wie auch immer, ist jetzt egal. Machen dann auf beide Seiten dann so eine Ampel. Was mache ich denn jetzt? Ich baue einfach irgendwas. Das ist auf jeden Fall eine Ampel, Leute. Ihr wisst Bescheid. Halt eine relativ große Ampel, ne? Der Zaun ist 3 hoch. Und da. Okay, perfekt. Der hier. Dahin. Ach, Leute, was baue ich hier? Also, ich finde es eigentlich relativ cool. Ich hoffe, dass wir in die Top 3 kommen können. Das wäre nämlich echt nice. Weil nochmal gewinnen, zweimal gewinnen hintereinander, das wäre doch zu viel Glück, oder? Bauen wir hier noch Autos? In Blau, weil Blau haben wir noch nicht hier. So wird. Das wären mal Autos. So. Dann brauche ich aber für die Räder andere Farben. Brauche ich Ton. Perfekt. So machen wir das. Perfekt. So. Ich weiß, Leute, ich kann nicht so gut Autos bauen. Aber dafür kann ich nichts. Ach man, ich kann keine Autos bauen. Aber ich finde das. Okay, ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Machen wir das noch so. Ja. Kann man auf jeden Fall. Ich finde es ganz okay. So, ne, da noch ein Auto hin. In Rot. Gott, wir haben schon wieder so viel Zeit, ne, Leute? Was sollen wir da noch alles bauen? Machen wir einen roten Mercedes. Rotes, cooles Auto. Das machen wir ja. Da brauchen wir jetzt aber rotes Glas. Perfekt. Das sieht echt nice aus. Oh, Leute, das ist mein Auto. Okay, naja. Es sind Autos. Ich versuche die noch ein bisschen schön zu machen. Aber das wird nichts. Ecken noch weg. Oh Leute, was ist das für ein Auto? Aber man kann es auf jeden Fall sehen lassen, da unsere anderen Sachen cool aussehen. Okay. Ja, das ist ganz okay. Wir bauen die Ampel hier noch eins dicker. Dann wieder die schwarze Wolle. Machen noch bei beiden, dann ist auch die Zeit rum.
frage mich, was die anderen gebaut haben. Ich hoffe, wir können in die Top 3 kommen. Oh Gott, nein. Okay, jetzt muss ich mich ballen. Komm, komm. Wir schaffen das, Leute. Okay, so. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Jetzt haben wir hier nichts mehr gemacht. Egal. Oh, komm, Leute. Lass uns jetzt einfach hoffen. Wir hätten nur eine Absperrung hinmachen müssen. Egal. Komm, Leute. Wir schaffen das. 3, 2, 1 und... Ja, es ist... Die Ampel ist ganz okay, aber sorry, ist schlecht. Man hat ein bisschen mehr Zeit gehabt. Will nicht fies sein, aber sorry. Okay. Bin gespannt. In the Girl Versus. Okay. Dann war das eben eigentlich okay, weil das ist er. Oh Gott. Was ist das? Hilfe. Falt rum? Oh, ja. Ach, rot ist unten! Was? Grün! Hilfe! Was ist das für eine Ampel? Was haben alle mit ihren Rot, Gelb, Grün? Was ist das? Wieder falsch rum. Was ist das? Hilfe! Warum baut jeder die Ampel so rum? Hilfe! Okay. Ja, die ist ganz okay, finde ich. Ganz schön mit Details gearbeitet. Außer halt die Straße, die ist jetzt halt nicht so... die ist sehr schlecht. Aber was ist, warum? Ja, die ist doch auch normal. Grün ist unten, Hilfe. Oh, oh, Digga. Das ist schon gut. Eigentlich schon fast super. Ich gebe mal noch ein Gut. Ich will auch noch eine Chance haben. Okay. Dieses Auto ist ja mal übel gut gebaut. Hilfe. Warum können alle so gut Autos bauen? Jetzt ist halt meins. Ich guck wieder nicht, was die anderen mir geben. Ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Hilfe. Was hat ihr denn in der Hand? Okay, zwei. Es kam auf jeden Fall noch nicht in Gutstraße. TRX. Och Mann. Ah, sorry, ist ein bisschen zu wenig. Aber. Allein dafür bekommst du okay für diesen Knopf. Dieses Auto eben, das war so schön. Also das wird auf jeden Fall gewinnen. Eiskänguru. Geiler Name. Okay, was ist das? Ich sag nie wieder, dass ich schlechte Autos bauen kann. Hä? Okay, nein. Schlecht. Aus. Jetzt einfach aus. Warum? Hä? Warum? Warum ist grün oben? Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist denn das? Da ist ein Loch drin. Die ist nicht mehr symmetrisch. Hilfe. Achso, das ist eine Kreuzung wahrscheinlich sein. Okay. Yoma Wisset. Ja. Oh, ich habe die Ampel nicht gesehen. Aber das ist cool gemacht. Ist da gerade alles aktiviert? Kommt auf jeden Fall auch ein okay, weil eben das hat glaube ich sogar ein super verdient, wo ich noch ein gut gegeben habe, weil dieses Auto einfach ein pinker Skin, das Eiskänguru, und ich wurde dritter von 10 Leute, also ich bin zufrieden, ich bin vollkommen, also das hat gewonnen, okay, aber ich bin vollkommen zufrieden. Ich würde sagen, dann sehen wir uns auch gleich schon in der letzten Runde. Bis gleich. So Leute, da beginnt ja schon in 3 Sekunden die letzte Runde. So, also Tischtennis, Dart, Wein. Ich bin für Tischtennis tatsächlich. Komm bitte Tischtennis. Tischtennis. Komm alle für Tischtennis. Bitte. Nein. Wein liegt vorne. Ja, Tischtennis, geil. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Platte. Da brauchen wir erstmal Grün. Das ist mal ein geiles Thema. Dann brauchen wir noch Rot für den Schläger. Und dann brauchen wir gleich auch noch ein Männchen. Das ist mal ein geiles Thema. Ja gut. Habe ich gesagt, dass es eine Tischtennisplatte wird? Da brauchen wir hier nochmal was. Das Netz darf natürlich nicht fehlen. Eisengitter brauche ich. Ich habe es kaputt gemacht.
So, okay. Sieht ein bisschen aus wie ein Cabrio. Geht aber auf jeden Fall klar. Wenn ich ja noch eins dran baue, wie sieht das aus? Okay, nein, das sieht nicht gut. Obwohl. Dann mache ich hier unten dran fest. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann bauen wir hier jemanden hin. So, Leute. Bauen wir hier ein Männchen hin. Oh Gott, wie sollen wir das bauen? Oh Gott, Leute. Also das ist jetzt echt ein schweres Thema. Also es ist cool, aber irgendwie halt auch schwer. Ich muss ja übel kleine Menschen bauen. Menschen bauen. Ich habe meine Platte ist so klein geworden. Ich brauche aber auf jeden Fall Ton. Das ist ein bisschen groß immer noch. Keine. Okay, ich baue einfach einen Rüstungsständer. Einen Rüstungsständer, Leute. Und bauen dann noch Diamantrüstung. Ich glaube, die Runde da werden wir echt verlieren. Da habe ich gar keinen Plan, wie ich das bauen soll. Obwohl, ja, ich kann es versuchen. So, bauen wir einen Tischtennisschläger. Und brauchen wir Ton mal wieder, wie die ganze Zeit. Wir bauen eigentlich nur mit Ton. Wir bauen hier einen Schläger hin. Hier ist dein Schläger, Bruder. Dein Schläger ist nur 10-mal größer als du. Sonst ist alles okay. Ich weiß nicht, wie die damit spielen wollen, aber wir brauchen noch einen Ball. Wir brauchen einen viereckigen Ball, weil man mit dem so gut spielen kann. Er hat einen Ball, dir gebe ich auch einen Ball. Nein, das sieht komisch aus. So, perfekt. Dann baue ich hier noch so ein Pult hin, wo die Punkte gezählt werden. Wisst ihr? So. Dafür nehme ich einen Eisenblock einfach. So. Nein, da brauche ich noch einen Rüstungsständer. Weil irgendjemand. Achso, habe ich ja. Der hat aber auch keine Schuhe an. Ist jetzt egal. Perfekt. Der zählt dann die Punkte. Was kann ich nachbauen? Das ist eine Halle. Stühle kann ich noch bauen. Stimmt. Stufen. Nein, das heißt Treppen. Felix lernt Deutsch. Mein Eis ist besser. So. 2 Minuten noch, lol. Wie viel Zeit hat man denn hier? Man sagt immer, man hat so viel Zeit. Dann baut man was Großes und dann am Ende sagt man, oh Gott, gerade noch so fertig geworden. Das ist jetzt gar nicht symmetrisch, das ist jetzt mir aber egal. Mit der anderen Seite. Also das da kann vielleicht stimmen. Chip. Chip. Ja, das stimmt. Geh auf die andere Seite. Das stimmt auch. Das ist gut. Sagen wir mal hier hinten noch eine. Bauen die hier 2 Etagen? Da kommen nie viele gucken. Hier reichen 2 Etagen. Richtiges Stadion. Oder sollen wir 3 machen? Nein, dafür reicht die Zeit nicht. Gut, wir müssen gucken, dass wir fertig werden. Dann gleich wieder so, oh, ganz knapp fertig geworden. Eben noch gesagt, viel zu wenig Zeit, viel zu viel Zeit und dann gar nicht mehr fertig geworden. Das wäre jetzt peinlich. Nein. Ich habe am Anfang ein bisschen zu viel Zeit verschwendet. Aber wir sollten es eigentlich noch schaffen. Oben schaffen wir jetzt nichts mehr zu bauen, aber ist jetzt auch egal. Ich würde sagen. Und ja. Hier noch so.
Ist hier noch, ein Platz. Die andere Seite auch noch ein paar Plätze. Hier so ein paar VIP-Plätze. Okay, Leute, bin zufrieden. Ja, es ist schlecht, sorry. Ich meine, der Schläger ist... Ja, er ist zwar richtig rumgehalten. Er hält ihn zwar richtig rum, aber ich finde es irgendwie nicht so gut, sorry. Achso, ja, ich habe meine Platte vielleicht auch ein bisschen blöd gebaut. Ich gucke wieder nicht hin, was mir die anderen geben. Warum liegen hier Schneebälle? Egal, ich gehe einfach mal hier rein, ins Haus. Ich mag gar nicht sehen, was die mir geben. Perfekt. Das ist so blöd. So kleine Figuren, so große Schläger. Das ist halt... Muss ich eigentlich auch ein schlechtes Gewicht geben, aber okay, ich bin heute nett. Merkt man. Okay. Ja, ich habe vielleicht mein Tisch etwas, wie soll ich sagen, schlecht gebaut, aber ich kam auch direkt als zweites. Das war vielleicht gar nicht so gut. Was ist das? Ist das der Schläger? Gute Idee, aber... naja. Der Boden besteht ja doch aus Tischtennisplatten. Ja gut, habe ich gesagt. Oh, Spinnen, das ist eine gute Idee. Ja, okay. Ja, ist eigentlich mehr Zeit. Achso, aber die Spinnennetz ist eine gute Idee. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, dass das Spinnennetz das Netz ist, aber... Kopf hoch. Ich habe einfach einen Zaun hingebaut. Ganz lässig. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Der Schläger wurde nicht fertig? Und dann hat er so viel... Wofür hat er so lange gebraucht? Bruder. Und der Schläger ist hier auch etwas, naja, verkrüppelt, sagen wir es so. Ein Zuschauer. Hi! Okay, sorry, das, wenn ich eben für schlecht gegeben habe, muss ich eigentlich für grauenvoll geben. Aber, ja, man hatte mehr Zeit, tut mir leid. Und da ich eben dafür schlecht gegeben habe, für die Platte, muss ich jetzt hier für was ganz Schlechtes geben. Ich frage mich, ob da was ganz Gutes dabei ist. Ja, Leute, was ist das? Ich meine, meins war jetzt auch nicht wirklich gut. Aber... Das bisher ist auch noch nicht so richtig gut. Haben wir gleich alle durch? Komm. Wir wurden einmal Drittletzter, einmal Erster und einmal Dritter. Ist okay. Von denen, die von den anderen jetzt bisher gekommen sind, ist das halt noch das Beste. Mit einem... Das ist Federball. Da ist ein... Okay. Das habe ich zu spät gesehen. Da liegen die Schläger... Das ist auch okay eigentlich, das ist okay. Ich meine, dafür, dass ich eben bei den Autos dafür gut gegeben habe, ist das ja jetzt nicht besser als gut. Schläger besteht aus Teppichen, Hilfe. Da ist ein Loch im Netz. Irgendwer gefetzt? Was sind das für Schläger? Gute Lösung für den Schläger, der in der Luft schwebt. Das ist schlecht, sorry. Nein, okay, oh, die Figur. Diese Figur, die macht nochmal ein Okay draus. Baufehler. Ja, Baufehler, das könnte vielleicht ein Baufehler sein. Oh mein Gott, Leute, ich habe gewonnen! Ich habe schon wieder gewonnen! Leute! Okay, also das war meine Runde, Digga. Okay, ich würde sagen, das war's hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Haut rein und ciao!